Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, die letzten Wochen waren innenpolitisch dominiert von einem Thema, das hieß BVD-Causa. Kein Mensch hat sich darunter etwas vorstellen können, warum geht es da eigentlich. Grob gesprochen geht es darum, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Verdachtsmomente aufgetreten sind, dass da drinnen offenbar kriminelle Handlungen vor sich gegangen sind. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat das zum Anlass genommen, hier eine Hausdurchsuchung durchzuführen. Soweit so normal. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass die Opposition mit SPÖ, mit NEOS und mit Peter Bilz, der versucht hat, sich damit wieder in die Öffentlichkeit zurückzuspielen, eine Skandalisierung sondergleichen stattgefunden hat. Jetzt, nach einem Monat BVD-Untersuchungsausschuss, kann man als Resümee ziehen, an den Vorwürfen ist nichts dran. Die Staatsanwaltschaft hat korrekt gearbeitet, die Polizei hat korrekt gearbeitet und außer Spesen nichts gewesen. Im Endeffekt muss man sagen, diese hilflosen Versuche der Opposition hier zu skandalisieren, haben im Endeffekt dazu geführt, dass das Parlament ein gutes Monat lang jetzt gelähmt war und dass die Vorwürfe, die man gegen Herbert Kickl und gegen das Innenministerium erhoben hat, sich allesamt in Luft aufgelöst haben. Und das ist mein Resümee nach einem Monat BVD-Untersuchungsausschuss.